Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Füller. Heute geht es um den Kolbenfüller in Zebranoholz, handgefertigt von Himmelstier, mit dem Bausatz des Designers Gerhard Liebensteiner. Himmelstier fertigt Unikate nach Wunsch in Holz, Kunststoff oder Ebonit. Hinter Himmelstier steckt der Christoph aus der Gruppe von Big G's Tintenkiste. Liebe Grüße! Christoph erreicht man unter himmelstier@dg-email.de. Er kann euch dann beraten und auf Wunsch euren neuen Füller anfertigen. Die Kontaktadresse schreibe ich euch noch unten in die Shownotes. Was haben wir heute vor? Als erstes kommen wir zum Äußeren. Danach kommen wir auf den Schaft zu sprechen. Dies geht über zum Griffstück und die Feder. Dann widmen wir uns der Kappe und einem Größenvergleich. Dieses Review endet nicht mit einem Fazit, sondern mit einem Schreibbeispiel. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie ihr diese Anordnung findet. Legen wir los. Das Etui kommt in einer schönen weißen Verpackung. Ich muss aber sagen, dies ist nur die Umverpackung zu diesem wunderschönen Etui. Das Etui hat eine schöne Maserung. Es fässt sich samtig weich an und es hat auch ein schönes Gewicht, was mich persönlich jetzt, also ich impliziere damit eine gewisse Wertigkeit. Es sieht schön aus, also für einen Schreibtisch wäre es jetzt auch geeignet. Die Oberfläche hier oben ist auch noch gepolstert. Das Etui können wir mit etwas Druck öffnen, denn hierhinter steckt ein Federmechanismus und der Deckel bleibt auch offen stehen. In dem Etui, was samtig weich ausgepolstert ist, also hier ist auch nochmal eine Polsterung drin, genauso wie hier am Boden, und in drinne steckt hier der schöne Füller in Zebrano. Diesen können wir einfach entnehmen. Im Etui selbst ist er hier nochmal festgezurrt. Kommen wir zum Äußeren. Hier habe ich den Füller in Zebrano. Es ist ein wunderschönes Holz mit einer schönen Maserung drin. Und man hat hier, also er wurde auf der Drechselbank bearbeitet, das Holz. Und man hat trotzdem hier noch so kleine, leichte, ich würde nicht sagen Einschlüsse, aber es ist so ein, also er ist nicht komplett glatt gefräst, also er ist schon glatt, aber er hat hier noch so kleine, so eine Rillen drin. Also es sieht richtig gut aus. Dann habe ich hier noch Edelstahlteile dran, die sind dann in Seidenmatt. Kommen wir zum Schaft. Hinten habe ich einen Drehknopf, womit ich den Kolbenmechanismus bewegen kann. Der Drehknopf ist in einer Knarre gelagert und kann nicht überdreht werden. Unter dem Holz ist ein Messingrohr verbaut, was auch das schöne Gewicht hier von dem Füller bringt. Der gesamte Füller ist nämlich 58 Gramm schwer und darin befindet sich auch der Kolbenmechanismus. Wenn ich jetzt mit dem Füller schreibe, dann habe ich hier das Gewicht schön auf dem Füller liegen, aber da meine Hand doch eher mittelgroß ist, muss ich aktiv mit meinem Zeigefinger die Feder nach unten drücken. Wenn man jetzt größere Hände hat, dann wäre der Füller hier mit diesem Bausatz optimal. Ich persönlich schreibe auch gerne mit dem Füller, aber da ich diesen aktiv immer nach unten drücken muss, ist er vielleicht für meine mittelgroße Hand nicht perfekt geeignet. Für eine größere Hand hat man hiermit wahrscheinlich überhaupt keine Probleme und ist der weltbeste Füller, den es gibt. Kommen wir zum Griffstück. Das Griffstück schließt hier am Schaft an und hier habe ich auch keine scharfe Kante. Das heißt, wenn ich hier mit dem Finger drüber fahre, ist alles sehr, sehr eben und es stört mich auch nicht. Anschließend daran habe ich hier mehrere Bohrungen drin, die als Sichtfenster dienen. Daran anschließend ist das Gewinde, was hier für die Kappe gedacht ist, damit ich dann den Füller zusammenschrauben kann. Hieran anschließend ist ein Griffstück für die Finger. Und ich finde, das ist sehr gut bemessen und meine Finger liegen hier richtig gut auf. Also gefällt mir richtig gut. Das Gewinde hier am Griffstück ist auch nicht scharfkantig und es ist sehr sauber gefräst. Das heißt, wenn ich jetzt den Füller zusammenschraube, dann läuft das Gewinde richtig gut zusammen. Also es ist schon eine Präzisionsarbeit, was da Schmidt Technologie geleistet hat. Also es ist sehr, sehr wertig.
Wenn man den Füller jetzt befüllen möchte, kann man diesen Füller einfach so in das Tintenfass tunken. Oder, was ich gesehen habe, man kann das Griffstück auch abschrauben und kann die Feder jetzt, also wenn man sieht, ist es dann auch viel dünner, passt dann vielleicht auch in kleinere Tintengläser besser rein. Und wenn ich jetzt hier an diesem Kunststoffbauteil die Tinte habe, kann ich es einfach mit einem Tempo abwischen und habe dann auf keinen Fall die Tinte hier an diesem Edelstahlgriffstück. Ich habe jetzt auch schon länger mit diesem Griffstück geschrieben. Es ist auch nicht rutschig nach einer Zeit. Also es ist gut gemacht. Es ist auch hier leicht gewölbt, sodass man hier, wenn man die Finger auflegt, kann man hier etwas Druck hier Richtung Feder drauf geben und kann auch hier, man kann so in Klammern, dass man hier vorne der Finger hält den Füller fest und kann dann hier mit dem Daumen zum Beispiel hier hinten drauf drücken und spannt den dann so schön ein. Es funktioniert ganz gut. Kommen wir zur Feder. Die Feder ist auch eine Schmidt-Feder, die auf einem Kunststofftintenleiter sitzt. Die Feder hat hier auch Schmidt draufstehen und Iridium Point, denn hier oben ist ein Iridium Punkt. Darüber ist ein M aufgetragen, das heißt, handelt sich hier um eine M-Stahlfeder. Und links und rechts habe ich noch so schöne Verzierungen neben dem Luftloch. Die Feder ist eine Nummer 6 Feder. Im Größenvergleich sieht man den Größenunterschied. In der Mitte des Füllers sitzt ein seidenmattes Band. Der Clip ist ebenfalls seidenmatt. Auf der Rückseite des Clips ist Made in Germany vermerkt. Weiterhin ist der Clip federnd gelagert. Verziert wird das Ende mit einer seidenmatten Edelstahlkappe. Kommen wir zum Größenvergleich. Hier habe ich den Asa Nauka Ebonit, den Liebensteiner Bausatz München, den Lamy Allstar, den Pelikan M805, den Diplomat Classic Collection 1922 und den Caveco Sport. Kommen wir zum Fazit. Der Füller ist sehr, sehr gut verarbeitet. Er sieht wunderschön aus. Das Holz, das fässt sich warm an. Die Bauteile sind, die seidenmatten Bauteile sehen richtig gut aus. Mir gefällt besonders gut der Kolbenmechanismus, der dreht sich wertig, das mit der Knarre, dass man den Kolben oben nicht überdrehen kann, finde ich eine sehr gute Idee und technisch ist der Füller einfach super ausgereift und dass man den beim Christoph auch mit dem Holz bestellen kann, wie man es gerne haben möchte, finde ich eine super Idee. Die Edelstahlfeder schreibt richtig gut, also es macht Spaß auch mit dem Füller zu schreiben. Das Zebrano-Holz finde ich optisch sehr ansprechend. Ich persönlich finde die handwerkliche Kunst, wie der Christoph den Füller gefertigt hat, richtig gut. Und man sieht auch, dass der ganze Mechanismus, die Feder, also der gesamte Füller, auch komplett durchdacht ist. Also es ist ein sehr, sehr wertiger und schöner, funktionaler Füller. Kommen wir zu einem Schreibbeispiel. Im Füller habe ich jetzt Lamy Benitoid eingefüllt. Wir haben hier den Bausatz von Liebensteiner namens München. In Zebrano. Schauen wir uns mal die Linienvarianz der Feder an. Wie wir hier vom Bild her sehen, ist es gleichbleibend, das heißt die Strichstärke ist gleichbleibend, egal ob ich jetzt diagonal oder horizontal schreibe. Gibt man jetzt leicht Druck auf die Feder, entsteht keine Linienvarianz, das heißt die Feder, die Edelstahlfeder ist relativ hart, man kann mit etwas Druck, mit leichtem Druck,
kann man keine Linienvarianz erzeugen. Das ist aber auch nicht schlimm, denn das braucht man meiner Meinung nach im Alltag auch nicht. Die Feder hat leichtes Feedback. Aber nur, also man hört, dass die Feder übers Papier gleitet. Sie hat verkantet jetzt aber überhaupt nicht. Sie gleitet richtig schön übers Papier. Man merkt, dass man übers Papier gleitet. Es ist jetzt nicht so, als wenn man jetzt wie zum Beispiel mit dem Apple Pencil über Glas schreibt. Man merkt hier schon, dass man so ganz leichten Widerstand hat und man weiß dann auch, wo man mit der Feder auf dem Papier ist. Deswegen mag ich auch so gerne mit dem Füller auf dem Papier zu schreiben. Gucken wir uns noch, wie nass oder trocken die Feder ist. Ja, ich würde sagen, die Feder schreibt dann doch schon etwas nass, also nicht ganz trocken. Das war's heute auch wieder schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich bitte. Macht's gut, alles Liebe, alles Gute.